Diese Ausstellung baut auf eine Erzählung, die Konferenz der Vögel, die 1177 von Attar, einem persischen Dichter, geschrieben wurde. Und genau diese Erzählung ist auch Ausgangspunkt des Intra-Projekts, das Gudrun und ich dieses Jahr bewilligt bekommen haben und im Rahmen dieses Projektes mit dem Titel Valleys of the Seamorgh, a Transhistorical Quest for Equality and Democracy werden wir 4 Veranstaltungen haben. Ausgehend von der Erzählung, die Konferenz der Vögel, beschäftigen wir uns in dem Projekt mit der Frage der Wanderung und Migration dieser Erzählung. Die ist halt 1177 veröffentlicht worden, das heißt also über 800 Jahre her. Und es geht um eine Geschichte, bei der eine Schar von Vögeln den rechtmäßigen Herrscher sucht, den Seamorgh, der sozusagen der persische Phönix, der hinter den 7 Tälern zu vermuten ist. Auf der Reise nach diesem rechtmäßigen Herrscher erkennen die Vögel nach dem 7. Tal, dass sie nicht weiter suchen brauchen, weil sie alle gemeinsam diesen Seamorgh bilden. Heute Abend ist unser Gast Fakhrun de Shahroudi, die deutsch-iranische Künstlerin, lebt und arbeitet seit 2001 in Berlin. In ihrer künstlerischen Forschung, die durch unterschiedliche Medien ausgezeichnet ist, also Malerei und Skulptur, Zeichnung, Installation, Video und Performance, und immer mit einem Hauch von Poesie begleitet, wie ihr heute Abend sehen werdet. Sie studierte von 1985 bis 90 Kunst an der Al-Zahra-Universität in Teheran und kam anschließend nach Deutschland, wo sie an der Hochschule für Kunst und Design in Dortmund studierte. Ihre Arbeiten wurden in Deutschland, Italien und Estland ausgestellt und demnächst, wie du mir erzählt hast, auch in New York, wo du dann nächstes Jahr eine Residency haben wirst. Sie wurde letztes Jahr ausgezeichnet mit dem Hannah-Höch-Förderpreis und dieses Jahr mit dem Exile Visual Art Award von der Körber-Stiftung. In ihrer heutigen Lecture-Performance wird sie uns einen Einblick geben in ihre Arbeitspraxis und die Brücke, die sich auch zwischen deiner Präsentation und unserem Forschungsprojekt aufbaut, basiert auf Migration und Bewegung, Übersetzung und Überschreibung, Verformung, Transformation etc. Das werden wir jetzt gleich von dir hören und anschließend würden wir gerne mit euch und Fakhrun über ihre Arbeiten sprechen, bevor wir dann die Ausstellung eröffnen. Willkommen und schön, dass du da bist, Fakhrun. Gestern war ich so müde, dass ich den Tee gegessen habe. Buddha-Lampe nicht nur zum Schein, mein Du ist nicht Du. Oh, ihr mit eurer Vogelscheuche, befreien Sie Ihre Hochzeit von Sitzordnung. Warum Menschen für Vögel Menschenhäuser bauen?
Das bedeutet gähnen mit geschlossenem Mund. In meiner Arbeit kommt es oft vor, dass ich mit einem Doppelgänger kommuniziere oder in ein Rollenspiel mit ihm eintrete. Die Grundlage dieser Kommunikation ist die Sprache, die sich in Form von Gedichten oder Briefen ausdrückt. Die Texte werden immer mit meinen Händen geschrieben auf Papier, Stoff oder Wände. Sie werden gestickt oder gemalt oder als Sound. Ein Doppelgänger ist in meiner Arbeit immer präsent. Die Texte sind in Farsi oder Deutsch. Die Texte in Farsi schreibe ich in mehrere Schichten, so dass sie mit der Zeit unlesbar werden. Aber die Sprache ist immer da. Die Texte in Deutsch automatisches Schreiben schreibe ich mit meiner linken Hand. Es ist meine eigene deutsche Sprache, die ich im Laufe der Zeit entwickelt habe. بچه‌های ما بچه‌ایست. آن وقت
وقتی یکی از بچه 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 های ما بچه است از بچه 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 های بچه های بچه ها بچه بچه ما این بچه 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 های ما بچه است از بچه های ما که وقتی بچه 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 های ما بچه است از بچه 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 های بچه های بچه بچه خود بچه است از این بچه ها که بچه است از این همه بچه 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 Meine Arbeit Fliegende Teppich in der Berlinische Galerie bestand aus 9 Teppichknollen. Dort habe ich die Teppiche so installiert, als wäre, dass es dort hineingeworfen sind. Sie landeten zwischen 2 Gebäuden, da ist es stecken geblieben. Oder zwischen Äste oder auf dem Dach vom Gartenhaus. Die Arbeit entwickelte sich, nachdem ich eine riesige Steinschleuder gemacht habe.
Eine Montage eines verkleideten Wohnwagens, zweimal mobil. Die erste Mobilität ist der Teppich, die zweite ist der Wagen in Dauerbewegung. Gül Özer ist für die Nomaden, die sesshaft mobil sein wollen. Gül Özer ist für diejenigen, die kein Dach auf dem Kopf haben und gerne eine mobile Dachterrasse im Kopf haben wollen. Gül Özer ist für die alle, die Blumen begehren. Gül Özer ist für die Reisende von Weide zu Weide und alle, die Blumen zu riechen im Sinn haben. Für die Außenseiter. Auf dem Foto hinter meinem mobilen Garten ist die Mauer von Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg zu sehen. Im Sommer verbringen viele türkische Familien ihre Zeit in Görlitzer Park. Die Türken nennen diesen Park Gül Özer, ein türkisch-persisches Wort, das Blumengarten, Feld voller Blumen bedeutet. Es ist ungewöhnlich, eine Katze in dem Park zu treffen. Ich verbinde Park mit einer Haarlocke zu Sternen, danach Sternen mit Internetradio, die nur Wassergeräusche sendet. Dann lasse ich Vorhänge wedeln. Aus Bonbonspapier baue ich Drachen. Ich zeichne eine Gärtnerin mit Bambushut, in Loop gießt freizügig mit Wasserschlauch die Blumen. Plötzlich erblickt ein Berg aus dem Meerwasser, damit können viele Flüchtlinge sich retten. Ich finde es schön mit dem Berg, so fingen wir an, Blockflöte zu spielen. Fifi, 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 fifi. Meine Blumen sind nicht eure Blumen. Kollektiv-Prozession-Performance Anti-Flag verwendet Methoden des Geschichtenerzählens aus dem schiitischen Ritual Dastegerdani sowie aus modernen revolutionären Protestformen, erzählt von Traum und Trauma. Geschichten, die über mich selbst als Aktivisten in den 70er Jahren im Iran bis hin zum türkischen kurdischen Blumenverkäufer Enver Şemsek, der in seinem mobilen Blumenladen in Deutschland ermordet wurde. Gedichtbanner, Antiflaggen und Objekte wurden von einer Gruppe von Menschen von Neckelplatz in Richtung Zavi, während Steinklänge das
Sinnesani und Dastagardani Ritual neu zusammensetzte. Mücken stechen Fremdkörper in Brandenburg. Ein Vogel sang knapp. Manche Dächer haben Fieber. Mein Hund ist ein blinder Bummler. Auf der Wange küssen ist von Aussterben bedroht. Jede Leiche stinkt. Gibst du mir eine Blume in Stadt Mainz? Wenn Mond geschwollen und klebrig ist? Ich ging überall herum, über die Städte mit Burger King, Städte mit Bürgerkrieg, über die Autobahn 1, über Raststätte mit kostenlosem Onanieren, 70 Cent oder Gutschein in Höhe von nur 50 Cent, Händewaschen mit warmem Wasser, Seifenspender, die große Blasen erzeugen, über kinderfreundliche Spielplätze, Sandkasten ohne Spritzen. Ich fuhr in U-Bahn alle Linien mit gedichtloser Zeitungsverkauf. Ich freue mich auf jede Spende. Ich ziehe Schuhsohlen an jedem Bürgersteig, umarme mein Knie. Wenn du niemanden findest, kannst du dich selbst umarmen. Ich habe alles in meinem Wagen. Kleine Träume, große Träume, Weberei, Gärtnerei, Träumerei, Gedichte, Kajal, Wörterbuch. Ich kann eure kleinen Träume zusammennähen, damit sie große Träume werden. Oh, Polarstern, zeig mir, auf welcher Route ich mich bewegen soll. Mein Hund möchte überall hin. Ich habe Knast. Wo gibt es hier in der Nähe eine Suppenküche? Ich kann mich nicht gut verkaufen. Ich denke an meinem Knie, ohne an meinem jeden Schritt zu denken. Ich kann eure Haare schneiden. Wurzel kann ich behandeln und dabei serviere ich schwarzen Tee mit Kardamom. Eisblöcke schmelzen in 25 Meter Tiefe. Dort hatte ich meine Migräneeinfälle eingefroren. Ich habe eine Blume gegen Migräne, die keine Histamin enthält, wie ihr wisst. Ich will nach Mexiko, ich weiß aber nicht wie. Es ist nicht malerisch, eine Sonne am Horizont ertrinken zu lassen. Trage Blumenerde von A bis Z sehr billig. Sammle Briefflaschen, Bierflaschen, Porzellanvasen, Schmetterlinge, leckere Hühnerflügel aus dem Fünf-Sterne-Restaurant in der Nähe Taubenstraße, Berlin-Mitte. Berate Künstler, die an Hühneraugen leiden, die Bonbons klauen. Ich denke an meine Knie, habe kein Dach über dem Kopf, aber einen Himmel zum Weinen schön.
Manche haben kein Polar, manche mehrere. Manche stürzen hin, manche schlafen da. Kein Zimmer dort, nur Räume. Schmuggelzigarette kannst du im Bahnhof kaufen. Bunte, krasse Pillen in Meditationshaube. Kriegsgeiseln werden friedlich befreit. Viele Blumenladen. Überall kannst du zu Fuß. U-Bahn gehört allen. Lippen mit roten Tulpen, nicht aus Holland beschminkt. Viele krumme Tagebücher. Briefmarken aus Kerzentränen. Wörterbücher aus Nordrhein-Westfalen. Kölnische Duftwasser. Das ist schräg. Regenschirm nicht vergessen. Sommer, Sonne, Knall, Schnee, viel, 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 oh mein Gott. Glossolalie. Wortmagie, wortgebildet, bildgebildet nach meiner eigenen Befindlichkeit. Ich zeichne und schreibe diese Bücher mit der linken Hand, Zeichnung und geschriebene in Deutsch auf Papier zum Vertrauen. Auf Seiten der Bücher sind zu sehen, die Figuren haben nicht nur einen Arm, sie haben mehr als wir haben. Aus der Hand einer Figur wächst eine andere. Das Wachstum in diesen Büchern ist anders als nach oben, wie bei einem Teppich. Gibt es manchmal kein Oben, kein Unten. Meine letzten zwei Bücher habe ich so gestaltet, dass sie keine Ende und keinen Anfang haben. Von Seite zu Seite stellen sich immer neue Konstellationen ein. Sie verwurzeln sich ineinander wie selbstverständlich. Sie springen aus dem Buch heraus, wie aus dem Reim, wie die Raupe ihre Puppe verlässt zum Schmetterling. Book in the Book. Zeichnung auf Stoff mit einem unlesbar in Farsi-Schrift geschriebenen Text. Eine Erinnerung an das Gedicht. Eine Sprache, die anwesend ist, aber abwesend in ihrer Mitteilung. Auf Seite der Bücher sind zu sehen, aus der Schulter eine Figur wächst eine andere Figur. Figuren mit langen Roben und Kleidern. Lange Fäden, die Figuren verbinden. Aus Figuren fließen Ornamente heraus. Die Umrisse dieser Figuren habe ich oft in einem Atemzug gezeichnet. Ich erinnerte mich an persische Miniaturen. Mah bombaran shod. Sarbaz sefr ha be khane bargashtand. پرنده ها از تعقیب چکمه ها از نقطه گریز از مرکز گریختند. آنجا بودایی نبود. آنتن ها هم تراخم گرفتند.
کاش اعدام نبود. Ich habe Max Beckmann im Iran kennengelernt, als ich Malerei studierte. Ich mochte schon immer seine Gemälde, seine Selbstporträts und seinen Ausdruck in seinen Bildern. Ich erhielt 2017 den Villa Romana Award in Florenz und hatte die Möglichkeit, in der Villa Romana zu leben und zu arbeiten. Als ich dort ankam, wollte ich wissen, welche Künstler in der Villa Romana gelebt und gearbeitet hatten. Ich fand heraus, dass Max Beckmann dort war, auch in gleichem Studio. Also begann ich, mit seinem Geist im Haus zu kommunizieren. Max Beckmann als mein Doppelgänger.